Ja, herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das Thema meines Vortrages ist es, über das Thema zu sprechen, wie finde ich mein Talent? Und das ist eigentlich schon zweideutig, weil zum einen geht es um die Unternehmen und die Unternehmer, die Talente suchen. Und zum anderen geht es natürlich um unsere Schülerinnen und Schüler, die selber auf der Suche sind, wie komme ich zu meinem Talent, wie finde ich das? Und das ist aus meiner Sicht eine ganz wichtige Frage. Jetzt werden Sie denken, wie kommt der dazu? Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Frank Bösemüller, ich bin der Landesvorsitzende im Bund der Selbstständigen und ich betreibe seit über 10 Jahren diverse Arbeitskreise für Schule und Wirtschaft, die also intensiv die Zusammenarbeit mit Schülerinnen und Schülern suchen, um bei der Frage, wie können wir unsere Talente entwickeln, eben der Schule beraten, zur Seite stehen und dort sehr viele Initiativen auch macht, die ich hier im Einzelnen mal zeigen werde. Die große Frage, vor der jeder steht, der sich einen Ausbildungsberuf sucht, wie finde ich das Passende? Wir haben mittlerweile über 360 Ausbildungsberufe und wir haben mittlerweile über 20.000 verschiedene Studiengänge. Das ist also eine Riesenauswahl und es ist durchaus nicht ganz einfach, dort für sich das Richtige zu finden. Was aus meiner Sicht ganz wichtig ist, dass Sie wissen, das ist vor allen Dingen für die Eltern wichtig, unser Bildungssystem ist durchgängig. Das heißt, niemand verbaut sich durch irgendwelche Schulabschlüsse irgendwas in seinem Leben. Denn wenn Sie eine 10. Klasse abgeschlossen haben, die Oberschule, dann können Sie heute studieren, Sie können auch einen Handwerksberuf erlernen und können danach studieren, weil beispielsweise ein Meisterabschluss einem Bachelorabschluss absolut gleichgestellt ist. Also wir haben heute die Offenheit der Wege zur Bildung. Und das ist aus meiner Sicht ganz wichtig, dass man eben diesen Druck abbaut, der immer wieder auch in der Presse diskutiert wird, ihr müsst unbedingt aufs Gymnasium und so weiter. Nein, muss ich heute nicht, sondern wir haben ein breites Spektrum an Möglichkeiten, wie ich heute berufliche Qualifikation erlangen kann. Jetzt möchte ich Ihnen ein bisschen was über dieses Netzwerk erzählen. Dieses Netzwerk ist bereits in den 50er Jahren gegründet worden. Es geht darum, dass sich Unternehmen und Schulen zusammentun. Das Ganze ist organisiert, ähnlich wie das Bildungswesen in unserem Land. Also es gibt einen Bundesarbeitskreis, es gibt jeweils Landesarbeitskreise, es gibt in jedem Landkreis Kompetenzstellen und die Besonderheit in Sachsen ist, falls jemand aus Sachsen kommt, wir haben mittlerweile an jeder Schule einen Praxisberater. Das ist für mich sozusagen der Brückenkopf in der Schule. Das kennen Sie ja vielleicht aus Ihrer Schule. Das ist eine wichtige Möglichkeit, wie man Kinder auch im schulischen Wege auf die heutige Anforderung in der Wirtschaft vorbereiten kann, indem man also einen Schwerpunkt legt auf die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Das ist ein ganz wichtiger Bereich, wenn es darum geht, Berufsorientierung in der Schule zu gestalten, nämlich die Eltern mit reinzunehmen. Wir speziell in unseren Arbeitskreisen bieten dazu Eltern-Schüler-Veranstaltungen an zur Berufsorientierung. Dort stellen wir dann jeweils Berufe vor, in Vortragsform und stehen natürlich dann auch für Fragen zur Verfügung, sodass jeder Schüler sich informieren kann über die Vielzahl und Möglichkeiten der Berufe in der Region. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Wenn man Vorsitzender ist von dem Bund der Selbstständigen, geht es natürlich auch darum, immer wieder zu schauen, Kinder dafür zu interessieren, selber Unternehmer zu werden. Es gibt mehrere Wege in die Selbstständigkeit. Ich kann ein Unternehmen, das fertig da ist, kaufen, auf dem Wege der Nachfolge. Aber ich kann natürlich auch mich interessieren für die Selbstständigkeit und dann selbst ein Unternehmen gründen. Deswegen ist dieses Thema für uns ganz wichtig.
Wir bieten unter anderem auch auf, über Schülerfirmen sich mit diesem Thema vertraut zu machen, indem wir also Schülerinnen und Schüler einladen, eine Firma zu gründen, mal Geschäftsmodelle auszuprobieren und damit Erfahrungen zu sammeln, wie das Ganze tatsächlich wirtschaftlich funktioniert. Der Hintergrund für diese ganze Tätigkeit ist, wir haben einen demografischen Wandel in unserem Land. Jedes Jahr scheiden 170.000 Menschen mehr aus dem Berufsprozess aus, als tatsächlich Jugendliche neu in den Beruf einsteigen. Insofern wird also der Wettbewerb auch um die Talente größer. Und insofern steigt auch der Bedarf von Unternehmen, sich in diesem Bereich zu engagieren. Also wir haben wirklich ein breites Portfolio an interessierten Unternehmen, die hier mitarbeiten. Aber Unternehmer beklagen sich auch, dass die Ausbildungsqualität angeblich schlechter wird. Und da bin ich immer der Meinung, wenn man die Empfindung hat, dass irgendwas nicht richtig läuft, dann ist es immer gut, wenn man sich selber engagiert. Ja, und wenn man sich selber engagiert, kann man die Dinge eben tatsächlich auch beeinflussen. Und das ist aus meiner Sicht ganz wichtig. Und die nächste Problematik ist, wenn sich Unternehmer zusammentun, dann muss nicht jeder Unternehmer alleine in die Schule. Denn ich sag mal, eine Schuldirektorin hat was anderes zu tun, als permanent sich mit Unternehmern zu unterhalten. Und deswegen ist es wichtig, dass die Unternehmer sich eben auch zusammenfinden über regionale Arbeitskreise und dann den Schulen entsprechende Angebote unterbreiten. Wir haben uns selber ein eigenes Hefterprojekt entwickelt. In den meisten deutschen Schulen ist es so, dass sie diesen Hefter ja kennen, ihr Berufswahlpass. Jeder Siebenklässler kriegt diesen Hefter in den normalen Schulen. Wie gesagt, wir haben, weil uns der Hefter zu kompliziert ist, ein eigenes Projekt entwickelt, um schrittweise Schülerinnen und Schüler in den Berufsalltag hineinzubringen. Siebte Klasse beginnt der ganze Prozess. Da geht es darum, erstmal zu erkennen, was gibt es denn für unterschiedliche Berufe. Es gibt Handwerker, es gibt Büroberufe, es gibt technische Berufe. Das ist also so diese ursprüngliche Orientierung. In der achten Klasse haben wir dann in der Regel das erste Praktikum. Da geht es also dann darum, schon mal verschiedene Sachen auszuprobieren. Wir haben beispielsweise dazu Praxispartnertage eingeführt. Da haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, mehrere Berufe kennenzulernen. Also nicht nur einen, wie das normalerweise im Praktikum ist, dass ich eben in den Kindergarten gehe oder in der Arztpraxis. Nein, sie können wechseln, sodass ich also die Möglichkeit habe, etwas breiter mich zu orientieren. Aus meiner Sicht ist das ganz wichtig, weil Talent erkenne ich immer nur im Handeln, im Beobachten. Hat derjenige bestimmte positive Fähigkeiten, um eben in diesem Beruf dauerhaft erfolgreich zu sein? Ja, das hatte ich Ihnen schon gesagt, wir machen Eltern-Schülerabende. Hier sehen Sie das mal, wir stellen da Berufe, Bilder vor. Die Eltern und auch die Kinder haben die Möglichkeit, hinterher individuelle Gespräche zu führen. Es ist also eine ganz wichtige Möglichkeit, sich beruflich zu orientieren. Das ist etwas, was es im ganzen Land gibt. Immer im März, eine Woche, öffnen alle Unternehmen ihre Türen. Da können Sie sich im Internet anmelden. Und dann können, wenn Sie wollen, auch die Eltern mitkommen und können Betriebe besuchen. Die Betriebe sind offen, die empfangen Sie, weil Sie hier angemeldet sind, wissen Sie, dass Sie kommen. Deswegen nutzen Sie diese Möglichkeit, Betriebe kennenzulernen in Ihrer Region, denn oft weiß man nicht, was befindet sich hinter diesen Werkhallen. Meistens sind das hochinteressante Unternehmen, oft auch mit Weltgeltung. Ich kann ja sagen, bei mir im Gewerbegebiet haben wir drei Weltmarktführer in einem ganz speziellen Bereich beispielsweise. Und ich denke mal, viele Bürger, die da drumherum wohnen,
dahinter abspielt. Ja, wichtig ist eben auch, dass man sich zusammentut, also Eltern, Unternehmen, Schule. Von mir aus machen sie auch eine Bildungskonferenz, um die Dinge zusammenzubringen. Ganz wichtig, miteinander reden und gucken, wie man einen Weg gestalten kann. Das ist ein Projekt. Mit diesem Projekt habe ich schon zweimal den Bundespreis Spielen macht Schule gewonnen, weil ich habe mal die Grundschullehrerin gefragt, warum können die Kinder in der 4. Klasse noch nicht richtig lesen und schreiben. Und da hat die zu mir gesagt, ja, die kommen ja in der 1. Klasse zu uns und können die Schere und den Stift nicht halten. Und da haben wir Unternehmer uns überlegt, was können wir tun? Wir basteln. 24 Kinder bauen eine Modellbahn. Da kriegt jeder so ein Teilstück, immer zwei machen ein Teilstück und dann bauen die das. Ein hervorragendes pädagogisches Konzept. Wir machen das jetzt seit über einem Jahrzehnt und ich darf Ihnen sagen, wir haben beispielsweise die erste weibliche Person bekommen, die in den Beruf eines Elektrikers hineingegangen ist. Der hat das nämlich so viel Spaß gemacht, dass sie das heute als Beruf ausübt. Jetzt kommen wir mal zu der eigentlichen Grundlage. Das Schöne ist, jeder Mensch hat ein Talent. Also du hast auch ein Talent. Hast du es schon gefunden? Noch nicht? Also auf der Suche. Okay. Und das, jetzt ist das Wichtige, wie erkenne ich das? Ja? Talent ist eine besondere Begabung. Also irgendetwas in mir schummert, was ich besser kann wie andere. Und das Beste ist, in Sachsen haben wir das sehr gut gelöst, nämlich mit der Potenzialanalyse. Wir geben euch also Aufgaben und beobachten euch dabei. Wie kommuniziert ihr? Wie macht ihr es? Da gibt es eben Talente im Bereich der Kommunikation. Die bringen erstmal die Truppe in Gang. Die anderen, die fangen erstmal an zu basteln. Da sehe ich, oh, guck mal, die sind schon vorneweg im Biegen. Wo man also entdeckt, aus der Beobachtung heraus, wo ist das Talent? Wo man dann hinterher auswerten kann, ah, du bist ein super Kommunikator, du bist ein super Organisator oder du bist ein super Typ, der sofort die Probleme erkennt und handelt. Und jetzt ist es eben wichtig, dass ich weiß, Schule ist ja eher an Schwächen orientiert. Ja, du kriegst eine 5, wenn du nicht rechnen kannst. Das ist nicht Stärkenanalyse, das ist Schwäche. Ich sehe, du kannst nicht rechnen. Also, jetzt drehen wir als Unternehmer den Spieß rum und sagen, nein, wir wollen eure Stärken kennenlernen. Und deswegen arbeiten wir also in diesem Bereich nicht an Fehlern und an Schwächen, sondern wir bieten euch Möglichkeiten, wo ihr euch ausprobieren könnt und wo wir erkennen, wo liegen eure Stärken. Und eine ganz entscheidende Frage ist diese, im Zeitalter von Internet. Muss ich eigentlich noch lernen? Brauche ich Wissen? Natürlich. Weil wir wollen eine Wissensgesellschaft werden. Und deswegen ist es wichtig, dass ich diese Dinge auch verstehe. Ja, nur im Internet irgendwas raussuchen, das ist es nicht. Sondern auch im Internet steht viel Blödsinn drin. Und deswegen ist es wichtig, dass ich Kenntnisse habe, anwendungsbereites Wissen, um selber Dinge erkennen zu können und zu entdecken. Und was ganz wichtig ist, die Motivation zum Lernen. Und ich glaube, ein Schüler, der in der Schule ist, sein Talent entdeckt hat, seine Bestimmung, was er will, dann ist er auch bewusster in der Schule unterwegs. Das hilft also am Ende auch der Schule. Ich darf das aus meinem eigenen Familienkreis erzählen. Meine Tochter hat ein Praktikum gemacht in einem Hotel. Und kam wieder und sagte, Papa, das ist es. In unserer Familie hatte vorher niemand irgendwas mit Hotel zu tun. Und sie war so begeistert, weil sie ein tolles Praktikum erlebt hat. Und darf ich Ihnen sagen, was sie heute ist? Sie war der jüngste Concierge in Sachsen, also der Empfangschef in einem Hotel. Und sie ist heute in einem der teuersten und schönsten Hotels in Zürich, nämlich im Park Hyatt Regency, die Empfangschefin. Und zusätzlich noch Sprecherin des Weltverbandes, der Concierge. Also jemand hat sein Talent entdeckt, hat es umgesetzt und hat was draus gemacht. Das hat mich übrigens auch dazu gebracht, warum ich mich um dieses Thema so intensiv
mittlerweile mit vielen Kindern erlebt, wenn Kinder ihr Ding finden und plötzlich explodieren, weil sie wissen, wozu sie das machen, das ist immer wunderschön. Und dann komme ich nämlich dazu, ich bin innerlich, intrinsisch motiviert und das ist die beste Motivation, die es auf dieser Welt gibt. Da können andere machen und erzählen, was sie wollen. Wenn ich das von mir aus will, dann wird es richtig gut. Das hier ist ganz wichtig. Für jeden, der Erfolg haben will, sollte sich diesen Spruch einprägen. Der Erfinder der Glühbirne, als er den 50.000. Versuch gemacht hatte und gescheitert war, weil die Glühbirne immer noch nicht richtig schön brannte, was hat er gesagt? Wir wissen jetzt 50.000 Mal, wie es nicht funktioniert. Also dieser Fleiß, dieses Bemühen, das wird immer wieder auch gebraucht werden. Und deswegen ist es wichtig, dass man eben auch eine gewisse Motivation hat für diesen Weg. Und jetzt kommen wir zu einer ganz wichtigen Geschichte. Die Skills. Vielleicht haben Sie das schon mal gehört. Das ist heute so das Modewort für die Eigenschaften, die wir brauchen, um voranzukommen. Da gibt es Hard Skills, also die harten Fakten, Zeugnisse, ne, Noten, die ich habe. Aber, und das ist die wichtige Linie, das sind die Soft Skills. Die sind heute sehr entscheidend. Ich habe das beispielsweise jetzt gerade selber wieder erlebt. Ein junger Mann, der war nach einem Jahr Studium völlig fertig, eigentlich gescheitert. Und da kam er zu mir und hat gefragt, ob ich ihm helfen kann. Ich habe ihm geholfen. 14 Tage Intensivtraining, Bewerbung, Telefonate, Auftreten und so weiter. Er ist heute wieder Student, hat eine Firma, die ihn unterstützt als BA-Student. Also er arbeitet dual im Studium, verdient schon Geld dabei und jetzt ist er glücklich. Deswegen sind diese Soft Skills, die herauszufinden, herauszukitzeln, auch zu entwickeln, ganz wichtig. Weil Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit, Einfühlungsvermögen ganz wichtige Faktoren sind, um im Beruf erfolgreich zu sein. Und jetzt kommen wir zu dieser Gedankenwelt, die sich in unserem Kopf abspielt. Ja, wir haben gerade vorhin darüber gesprochen, Schule bewertet eher Fehler und damit an den Schwächen. Wenn mir aber einer permanent erzählt, was ich nicht kann, dass ich das nicht richtig mache, das zieht mich runter. Das macht mich irgendwann depressiv. Und jetzt kommt der andere Schwung. Da kommt jemand und sagt, Mensch, du hast ein Talent. Ich möchte dich fördern. Ich glaube an dich. Du kriegst das hin. Da kommt dieser positive Gedankenkreis und damit nehme ich die Welt anders wahr. Wir haben das also erlebt, dass durchaus Kinder, die dann ihr Ding gefunden haben, plötzlich sich um zwei Noten verbessert haben. Von selber. Da musste gar keine Nachhilfe gemacht werden. Sondern wir haben nur geringfügig Nachhilfe geben brauchen, um den Weg eben wieder hinzukriegen. Und das ist aus meiner Sicht ganz wichtig, weil nur so können wir Kinder wieder begeistern. Ja, es gibt so eine interessante Untersuchung, dass die Kinder, wenn die in die Schule kommen, sind die hoch motiviert und spätestens in der 5. Klasse knallt die Kurve komplett nach unten. Und das müssen wir verhindern, indem wir eben interessante Angebote auch unterstützend in die Schule bringen, um unseren Kindern den Weg zu geben. Jetzt ist Ihnen ja vielleicht aufgefallen, dass wir in der Grundschule die Modellbahn gemacht haben und ab Klasse 7 die Berufsorientierung konkret. Jetzt werden Sie sagen, naja, okay, fehlt ja was. Klasse 5, Klasse 6 haben wir auch was organisiert. Und zwar haben wir mit unseren Schülerinnen und Schülern eine, ja, ich sag mal, AG gebildet, wo sie ihre Umgebung selber erkennen. Sie haben also einen Kinderstadtplan entwickelt. Und ich sage Ihnen, es war so toll zu erleben, wie Kinder plötzlich, die ängstlich waren, weil sie jetzt eben zur Gemeindevertretung gehen mussten, um ihre Ideen da vorzustellen, sich selber entwickelt haben, selbstbewusster wurden, klare Formulierungen. Und als wir dann 2 Jahre später, die hatten da ein Projekt entwickelt, nämlich einen Skaterrundweg, die wollten einen Skaterbahn haben, 1 Kilometer lang,
Und da mussten noch 250 Meter asphaltiert werden. Das haben wir dann als gemeinsames Projekt auch realisiert. Und als die Skaterbahn eingeweiht wurde, standen die Kinder mit einem hervorragenden Selbstbewusstsein da, haben ihr Projekt eingeführt, sind selber dann mit den Skatern da lang gefahren, hatten die Bahn toll ausgeschmückt. Und ich sage Ihnen, das ist so wichtig, wenn wir eben Kinder bei dem, was sie machen wollen, tatsächlich unterstützen. Ja, und das ist eben wichtig. Ich muss das Ding finden, was meine Leidenschaft in Fakt ist. Ich muss finden, was mir Spaß macht. Weil ein Leben lang in einem Beruf zu arbeiten, der mich frustriert, das macht keinen Spaß, das hält keiner lange durch. Und deswegen ist es wichtig, gerade eben in der Schulzeit über Talente, über Talententwicklung, Talentfindung nachzudenken. Aus meiner Sicht eine ganz wichtige Aufgabe und ich würde mich freuen, wenn mehr Unternehmer sich auch in diesem Bereich engagieren. Wir als Bund der Selbstständigen bieten die Möglichkeit dafür. Wir sind der Dachverband der regionalen Gewerbevereine. Und wie gesagt, wenn jemand im Gewerbeverein so etwas machen möchte, der kann sich gerne an mich wenden. Ich werde Ihnen jederzeit die Unterstützung dafür geben. Wenn Sie mich noch aufsuchen wollen, Sie finden mich in der Halle 4 auf dem Stand G5. Stehe ich Ihnen gerne weiter zur Verfügung, um die Dinge zu besprechen, was wir machen können. Und ansonsten ist es ganz wichtig, was Steve Jobs in der Abschlussrede vor den Absolventen der Harvard-Universität erzählt hat, nämlich folge deinem Herzen und finde, was du liebst. Das ist ganz wichtig, nicht nur in der Liebe, sondern eben auch in dem, was wir im Beruf machen können. Ja, das war mein kurzer Exkurs durch das Thema Talent, Talentfindung. Ich stehe Ihnen gerne zur Verfügung, um das Thema mit Ihnen weiter zu diskutieren oder eben auch, um nach individuellen Wegen zu suchen für den Einzelnen, der irgendetwas ausprobieren will, sei es Ferienarbeit, sei es Praktika oder eben auch direkte Probiergeschichten, die es da sehr vielfältig gibt, wie beispielsweise Roboterclubs oder eben Programmierveranstaltungen, die wir überall, zumindest zurzeit in Sachsen, weit organisieren. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.